Milizflotte zu zerstören. Die Terroristen haben zwar kaum noch... What is this guy talking? Macht sie unberechnet. Hör auf! Unterschätzen Sie sie nicht. Die kommen nicht weit und werden in den nächsten Stunden wohl eine Tankeinrichtung überfallen. Spyglass wird sie briefen. Titan-Piloten, Sie werden Landungsschiffen an allen denkbaren Zielen im Yuma-System zugeteilt. Totalüberwachung wird an allen Standorten aufrechterhalten. Beim ersten Milizeinheiten gehen Sie runter und stellen sicher, dass die Flugzeuge online bleiben. Feuern Sie nach Ihrem eigenen Ermessen. Seien Sie vorsichtig. Graves out. Ist es jetzt, pass auf, Kampagne ist nur, dass der am Anfang ein bisschen brabbelt. Das gibt's auch 40 GB Audio. Bin mal gespannt. Hast du die Map schon wieder im Multiplayer nochmal gespielt gehabt? Ich nicht. Das weiß ich nicht. Betankungsüberfall? Ja, der hat doch gesagt, wir tanken irgendwie auf und dann müssen wir... Guck, da stand's auch irgendwie. Stoff alles und der Miliz geht ja langsam aus. Nur 7 Planeten im Yuma-System können eine Flotte dieser Größe betanken. Das ist einer davon. Wir haben Geschütze wie dieses installiert, für den Fall, dass uns die Miliz einen Besuch abstattet. Hier ist Charlie und hier Bravo. Bravo, Lage bewegt. Geschütz online und einsatzbereit, Sir. White Admiral Graves, nur 3 Männer Sprungsignaturen in 3 Klicks Entfernung. Blisk, Rick soll sein Squadron-Deck schaffen. Schnell! Oh mein Gott! Okay, ich geh B. Bin dabei. Aber ist jetzt irgendwie Multiplayer mit ein bisschen Gebrabbel? Bisher ist. Bisher. Achtung an alle Einheiten, das ist ein Hardpoint-Einsatz. Aber vielleicht wechseln dann die Spielmodi so ein bisschen. Ja, das tun sie denn hier hin. Nope. Oh. Achtung an alle Einheiten. Geschützsysteme sind online. Angriff auf die Red Eye läuft. Sichern Sie den Hardpoint. Ich geh C. On my way. Ist das schon ein Titan? Hm. Aber ich glaube, das sind so Auto-Titans. Na, ich glaube auch. Aber ich krieg meinen ersten 2 Minuten. Ach, fuck you. 2 Leute da. Nein! Alter, diese Scheiße! Ich hab nichts gehört! Was hab ich denn jetzt hier für eine Waffe? Du wolltest du... Oder wolltest du die haben? Egal. Bravo wird immer noch. Geht zu B. Wow! Irgendwas hat von hinten zerfetzt. Den Bravo. Ich nehme meinen Titan. Leute, wir haben C. Doch, C gehört ja denen noch nicht. Ach Mann, ey, der hat mich auch schon wieder drin. Übernimmt C meinen Titan. Komm B wieder, muss ich. Oh Gott. Wir haben ja fast nichts mehr. Ey, klar. Ach, scheiße. Man, bei PS haben wir krass viel los. Gut, dass ich jetzt B bin.
Da unten drin sind drei oder vier Piloten. Einer ist voll, völlig zerplatzt. Sehr geil. Wir verlieren Charlie. Jetzt geht C weg, ey. Alter, wie hart wir verlieren. Na, wir müssen danach unbedingt wieder C oder so. Von C kommt auf jeden Fall gleich was. Über dir ist was. Wo kommt das alles da? Mit dem Titan, ey. Alter, da oben ist einer. Dieser Titan, Mann, die sehen mich immer mit dem Lichtschwert. Aber wir haben jetzt A und B, ist eigentlich gut. Okay, das mal. Okay, ich übernehme C. Okay, das sind jetzt nämlich Treibstoffpumpen in der Kampagne. Und jetzt haben wir alles. Ey, klar, dass er mich da gesehen hat. Oh Gott, die Titans. Läuft man schon unsichtbar da rein. C kann ich nichts machen, da sind zu viele Titans. What the fuck? 3% Leben. Oh Gott, weg. Oh, dann ist direkt hinter mir noch ein Titan. Achtung, sie sind 2 zu 1 zu Unterzeiger, das habe ich auch gemerkt. Ja, wenigstens eine ausgeschaltet mit der Explosion, das klappt jedes Mal eigentlich. Oh, weg, 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 weg. Bravo wird angegriffen. Wir müssen unbedingt wieder ein, zwei Dinge einnehmen. Versuch A safe zu halten, man hat jemanden unterwegs noch. Aber oh, der kommt nicht. Ich bin unterwegs zu B. Hier aus dem... Na, scheiße, voll ein Schild. Versuch C zu übernehmen. Na, da geh ich jetzt auch hin. Jetzt hab ich
Fähigkeiten von mir. Verdammter Rodeo Mongo! Wo ist er? Scheiße. Jetzt nimmt er meinen Titan auseinander. GC haben wir. Aber das Ding gehört uns. Tito? Ah lol, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte nicht, dass er auf Treppe steht. Oh, wie blöd. Er sitzt auf der Treppe zu B. Wenn er da immer noch hockt. Wir verlieren Charlie. Kann ich den B jetzt treffen? Wir haben Charlie verloren. Alter, nein, da war eine Granate. Ich bin doch blind, Alter. Unglaublich. Ich versuche jetzt nochmal C zu holen. Und ist das im Großen und Ganzen GG. Und mein Auto-Titan kommt hier angerannt. Ui, Auto-Titan ausgeschaltet. Ah, ich war gerade am Nachladen. Fuck! Egal, win. Ich bin gespannt, was der jetzt erzählen hat. Ich find's nervig, dass man die Titans nur im Kampagne freischalten kann. Ist das wirklich so? Ja, also die weiteren Titan-Chassis, die kannst du nur da freischalten. Du kannst halt alles andere so freischalten, aber diese Chassis, diese, also dieser Leichte und dieser Panzer. Oh Gott, das war ein Titan, ey. Gott, wo bin ich denn hier? Was soll ich jetzt machen? Warten? Beginnen Sie mit der Suche und finden Sie diese Flotte. Graves out. Wenn die drinnen sind, kann man die nicht mehr abschießen. Nee, nur außer du holst das Ding runter. Aber das war mir jetzt auch nicht so wichtig. GG Unit. Nein, du hast deutlich mehr angegriffen und verteidigt. GG. Schwere Explosion bei Einschlag Titan, Clusterraketen. Wow, ich dachte, da würde jetzt mehr kommen. Achtung, Achtung, hier spricht Meister Graves. Na, ich höre jetzt auf. Willst du noch weitermachen? Nee, können wir Kampagne beim nächsten Mal weitermachen.